Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black, und wir sind ja mittlerweile immer noch in Rohan natürlich. Und zwar in der Nähe von Endfurt, nachdem der König ja jetzt mittlerweile seine Reise angetreten hat, in den Krieg gezogen ist. Sind wir zurückgeblieben, um uns ein bisschen um die Rohirrim und alle Zurückgebliebenen zu kümmern. Haben auch die eine oder andere Aufgabe bekommen, zum Beispiel auf Geheiß des Königs sollen wir Tan-Elric und Leofat bei ihren Vorbereitungen helfen. 2 von 3 haben wir. Eins fehlt noch, nämlich besiegt die Uruk-hai-Plünderer, und genau das werden wir jetzt tun. Und deswegen werde ich mal ganz kurz die Richtung ausloten, in die wir müssen. Gehen wir in die und gucken mal, ob wir hier irgendwo den Uruk-hai finden. Was auch sonst. Also, ei, 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 wo ist der Uruk-hai? Ei, 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 ich suche einen Uruk-hai. Entschuldigung, muss doch mal sein. So, es ist natürlich mal wieder stockfinster. Wir sind mitten in der Nacht unterwegs hier, aber naja, was willst du machen? So, wir könnten natürlich erstmal einen Mitternachtssnack einlegen. Einfach so, weil wir es können, weil wir genug davon haben. Das hilft ja sicher auch schon. Das Problem ist, dass es draußen momentan tatsächlich relativ hell ist. Also im Real Life. Ich so gut wie gar nichts auf dem Monitor erkenne. Ich hoffe, das wird bei euch besser sein, aber es ist immer wieder schlimm. Trotz, dass das Rollo runtergezogen ist, scheint es doch stark durch. Naja, es ist manchmal, wie es ist. So, wir haben hier wieder einen Uruk-hai-Plünderer. Also, das heißt wieder, wir haben einen. Ja, plündere mich! Plündere mich! Lauf nicht weg! So, das war Nummer 1. Der hat aber ganz schön reingehauen, sehe ich gerade. Meine Güte. So, knallen wir dem hier noch ein paar aus dem Latz hier. Na, besser. Das war Nummer 2. Das Pferd steht noch ein bisschen dumm in der Gegend rum. Aber das kann so lange stehen, wie es will. Von mir kriegt er eins auf den Deckel. Ja, die sind heute ein bisschen lethargisch. Das heißt, da brauche ich nicht aufsteigen, das finde ich gut, weil ihr wisst ja, dass wir die Pferdchen finde ich zwar toll, aber so auf dem Tier bekämpfen ist jetzt nicht so mein. Muss man zugeben. So. Der da hier schon hingegen, der rennt weg, weil er ja auch ein Schwarzpfeil ist, der durchkommt, Mann. Hätte ich mal drauf achten müssen. Schwarzpfeile brauche ich nicht, brauche nur Plünderer. Das sind bekanntermaßen Nahkämpfer. Aha. Ja, wie lange willst du noch wegrennen, Junge? Da, meine Güte. Ich war schon feiner am Überlegen aufzusteigen und das Ding halt doch über das Pferdchen zu machen. Aber dann habe ich mir gedacht, ach nee, lassen wir mal lieber sein. So, auch noch ein Schwarzpfeif. Schwarzpfeile, wie gesagt, nicht so gut. Vielleicht steige ich doch mal ganz kurz auf. Einfach um zu sehen, ob und wo und wer sich hier befindet. Das ist ein Schwarzpfeil. Da ist ein Plünderer. Da können wir wieder absteigen, weil der ja bekanntermaßen nicht so weit rennt. Ja, auch wenn er ordentlich draufhaut, muss man sagen. Aber ich eben auch. So, wollte ich nur mal sagen. Okay, das ist ein Schwarzpfeil, das ist ein Schwarzpfeil. Den ignorieren wir wieder geflissentlich. Da unten kommt ein Plünderer. Ja, siehst du? Hab gut geraten. Und gut geraten ist manchmal halt gewonnen. Wie es bestimmt heißt. Hätte ich ein bisschen warten können, bis ich das zünde, aber naja. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja. So, das war Nummer Plünderer, Nummer 5. Einer geht noch. Du bist aber keiner von denen. Naja, gut, okay. Wenn du schon mal da bist, komm her. Eigentlich suche ich einen Plünderer, aber Krieger gehen auch. So, was haben wir denn hier unten? Hier unten ist irgendwie noch ein Krieger. Und ein Warg. Komm, ich hau mal den Warg, weil wir noch nie einen Warg gehauen haben hier in der Gegend, glaube ich. So. Deswegen hau ich mal heute den Warg, weil Warg wage ich jetzt. So. Muss ja mal gesagt werden. So. Wie kann er es wagen, hier rumzustreifen? So. Ja, ich weiß, den Witz habe ich ja schon 1000 Mal gebracht, gefühlt. Aber er ist immer noch wieder gut. Zumindest für mich. Das reicht. So, was haben wir hier unten? Einen Plünderer. Na, siehst du. Ich habe mich schon gefragt, wo der letzte ist. Jetzt weiß ich. Hier ist er. Hier ist er. Und dass die auf Pferden reiten und nicht auf Wagen, finde ich schon interessant. Blum. So, okay, wir haben alles. Wir holen mal unser Schweinchen raus, weil wir es können. Und dann gehen wir aufs Pferdchen und reiten geflissentlich zurück. War auch schon alles.
Und die Ringlein, die sonst noch zu sehen waren, waren auch nichts anderes als die Ringlein, die sonst noch zu sehen waren. Naja, gut, okay. So. Gut, zurück nach Endfurt. Was wir vielleicht noch machen könnten, wäre so nach und nach Buch 3 Kapitel, ja, genau, die wieder zu aktivieren. Irgendwann könnten wir die auch mal mit Guru Tool zu Ende bringen. Aber ja, ja, irgendwann. So, auf jeden Fall gehen wir mal hierher. Es gibt nicht genug Flüche in dieser Welt, um die Eindringlinge in den Landen Rohans damit zu belegen. Ja, ich sehe, ihr seht aus, als wärt ihr ein Scharmützel verwickelt worden, Bolteniel. Ich schätze, ihr habt die Aufgabe erledigt. Die Urukai haben sich in der letzten Zeit hartnäckig zugesetzt. Verdammt, warum lese ich das einfach vor? Das ist ja eigentlich bei dieser Quest gar nicht notwendig. Die weiße Hand ist niederträchtig. So, wir kriegen ein neues Helmchen. Der hat auch ein bisschen weniger Wille, ein bisschen mehr Schicksal, also ordentlich mehr Schicksal. Ein bisschen mehr Schicksal, aber ordentlich mehr Vitalität. Taktische Beherrschung statt Finesse und taktische Beherrschung, aber ein bisschen weniger von beiden dafür, aber dafür halt ordentlich mehr an Rüstung. Ich glaube, auch da werde ich einen Austausch wagen. Wir haben dieses Elend über uns gebracht. So, jetzt auf das Schlimmste gefasst. Das heißt, die nächste Queste steht feste. Und dann machen wir das auch direkt mal. So, da lang. Und man hat ja gerade gesehen, Rüstung schadet auf jeden Fall nicht. Denn ich habe schon ordentlich auf den Deckel bekommen von so einem blöden Reiter. So. Okay, hier irgendwo ist Hedrick. Vermutlich oben. Da. Noch ein Stück. Hey! Es ist traurig zuzusehen, wenn das Heimatland zugrunde geht. So, Aufzeichnung ansehen. Und mit Wormar sprechen, der ist unten. Hier. Habt ihr Vorräte dabei? Ja, so in der Art. Bitteschön, hier, da. Habt ihr ein bisschen was von meinem selbstgebackenen Brot abgegeben? Verdammt, Sindrik ist wieder oben. Sindrik, Anu. Ihr wisst schon, der Typ da. So. Der weiße Zauberer hat uns wirklich alles genommen. Okay. Jetzt wieder mit Han Edric sprechen. Also einmal runter. Schön, wie sie sich abgerollt hat. Unsere Bolteniel ist halt agil. Hey, Edric! Es gibt nicht genug Flüche in dieser Welt, um die Eindringlinge in den Landen Rohans damit zu belegen. Helft Han Edrics Männern, die vorzusichern. Na, aber sicher doch. So, Giffel. Ich verstehe nicht, warum wir hier innehalten. Ich auch nicht. Ich dachte, ich reite mit Richtung Saruman. Der hat uns schließlich mal gefangen genommen und ich habe immer noch eine Rechnung mit ihm offen. Habt ihr Vorräte dabei? So. Aber, na gut. Laute in der Dunkelheit. Wir haben also die Klos von Endfurt zu durchsuchen. Was? Die Aborte? Also ein Klo halt, ne? Na toll. Kann ich nicht in den Krieg ziehen und sterben? Ich will nicht in der Scheiße wühlen. Na gut. Nehmen wir erstmal ein paar Holzbretter. Das geht. So. Ich nehme noch ein paar Holzbretter. Das geht. So. Dann mache ich mal ganz kurz Pause, weil mein Frauchen draußen steht. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Musste halt mal eine kurze Unterbrechung. Frauen gehen halt vor. Also, ich meine natürlich Menschenfrauen, weil Elbenfrauen ja sowieso ewig leben, gefühlt. Und so, überhaupt. Ihr wisst schon, ne? Und die armen Menschen haben das ja nicht und deswegen musste ich halt mal mit meiner Frau reden. Puh, habe ich mich wieder gerettet. Nicht, dass Bolzendel wieder sauber wird. Ich kenne das ja von ihr. So, okay, wir haben die eine oder andere, wir haben da hinten noch Holzbretter. Aber irgendwann muss ich ja mal anfangen. Los, geh in der Scheiße wühlen. Also hat man mich entdeckt. Puh, hab ich gleich den ersten? Seid unbesorgt, ich erspare euch die Schwierigkeiten und trete Edric gegenüber, bevor ich meine Absichten missverstehen kann. Okay, ich musste nicht in der Scheiße wühlen, aber es war ähnlich bescheiden. Na, okay. Na gut. Da verstecken sich also Männer auf dem Klo. Na gut, warum auch nicht? So, schön, dass ich hier einfach nicht mal drüber springen muss, über diese Barrikaden, sondern einfach drüber laufen kann. Mhm.
So, da haben wir Rohirrim-Verteidiger, die verteidigen Rohirrim. Also, die sind Rohirrim und verteidigen so muss richtig. Und ich brauche einen Giffel und noch einen Klo muss ich untersuchen. Geh mal in die Richtung, da hinten scheint noch ein Klo rumzugurkeln. Außerdem müssen wir noch ein paar Männer finden, die wir zum Sichern nehmen. Na sicher, doch. Da ist ein Klo. Jo, ist da jemand auf dem Klo? Aha. Naja, auch Hühner müssen kacken. So, wir gehen in die Richtung. Einfach, weil da noch ein Pfeil ist und dann ist das ja auch schon mal was. So, jetzt juckt mein Ohr. Ich muss da kurz nochmal den Kopfhörer richten. Haha. Okay. Bist du die Stadtwache, mit der ich hier irgendwas helfen soll? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ist hier zufällig ein Klo? Nee. Und Tarn-Etrix-Männer? Ah, da oben. Da. Hey! Alles klar bei dir? Oh, nee. Oh, ich fürchte, haben wir alle das, was diesen Landen derzeit passiert. Ich weiß nicht, ob wir diesen Überfall überleben werden. So, gut. Wir haben also wieder zweimal neue Quests bekommen. Müssen Fische sammeln und was auch immer. Und fliegende Orks besiegen und hast du nicht gesehen. Und herumstreifende Waage vielleicht auch noch. Nee, die scheinbar nicht. Aber naja, wir machen erstmal den herumstreifenden Waag. Weil wir es können. Und weil wir es können, ist eigentlich immer die Standardantwort. Für Gutes wie Schlechtes. So, Waag ist tot. Da hinten liegt irgendwas rum. Ein getötetes Pferd. Mit einem fliehenden Ork und noch getöteteren Pferden. Okay. Haha. Haben sie euch von euren Pferden geschmissen, was? Ja. Hast du Pech gehabt, Digga. War klar, dass du das nicht überlebst. Also, Ork-Bezwingerin von West Emnet. Okay. So. Annehmen. So. Ewiglich auf den Ebenen verbuddel ich die gerade. Ja, scheint so. Okay. Und hepp. Und hepp. Ist doch gut, dass wir eine Aufgabe gefunden haben, die uns von dem Klo, von der Klo-Geschichte ablenkt. So. Okay. Ein fliehender Ork, ein gefülltes Fischnetz. Oh, hier ist noch ganz schön was zu tun hier in der Ecke. Bumm. Ah, man kriegt eine Heilung oben drauf. Heilung, sagte ich. Heilung. Danke. Wurde aber knapp. Gegen zwei Orks? Meine Fresse. Meine Güte. Da muss ich ja echt langsam mal aufpassen hier. So, noch ein Ork. Und vor allem, die sind halt, ne? Die sind eigentlich blau. Ne? Ja. Das war Numero. Ihr wisst schon was? So, das war Numero. Ihr wisst schon was? Dann nehmen wir uns erstmal diese beiden hier vor. Oh, drei. Bei drei sollte ich vielleicht ab und zu mal laufen. Wenn ich schon mit zwei Probleme hatte. Ah, aber doch. Geht doch. Es geht doch. Alles gut. Wir überleben das. Denn wir sind wir. Wir stehen hier. Und so. So, okay. Pferde sind verbuddelt. Sehr schön. So lebe doch ewig auf den Dingensen. Hier ist noch ein Ork, der hier unten irgendwie einen toten Fischer getötet hat. Wir brauchen noch ein paar Fischernetze. Dann haben wir die Aufgabe schon wieder erfüllt und können uns endlich wieder die Klos zuwenden. Juhu. Okay. Ich freue mich so, ein Klo. Machen wir hier. So, einmal das. Dann machen wir die Fischernetze weiter. Einmal leeren.
nochmal leeren. Mit allen Ehren. Fischernetz leeren. Was tue ich heute nur hier mehren? So. Na gut. Wir haben 5 von 6. Oh, wir haben 6 von 6. Okay. Dann würde ich mal ganz gepflegt sagen, wir steigen auf, gehen zurück auf den Typen zu, wo wir noch gesichert haben. Und freuen uns, dass wir gesichert haben. Lalalala. Und freuen uns, dass wir dann endlich wieder zu den Klos können. So, Manegrit. Ne, Manegrit muss ich gar nicht mehr. Na gut, dann gehen wir halt nicht zu Manni. Aber da ist das letzte Klo. Juhu! Ich habe mich schon gefragt, wo es ist. Oh, da ist ein Ork drin. Ich sollte mal absteigen. Hätte ich mir denken können. Auch Orks müssen kacken. Ja, tschüssi. Und ihr hier, ihr Verteidiger, habt nicht mal aufs Klo geguckt. Meine Güte. So, all das muss man selber machen. So eine Scheiße. Lalalala. So, okay, wir gehen rein. Werden bei Tarn Typidab und Tupidub und Tödelödel alles abgeben. Giffel hat oben, wo Woma auch. Genau, gehen wir erstmal zu Woma. Seid gegrüßt. Seid ihr gekommen, um uns zu helfen? Ja, Klos sind durchsucht, bitteschön. So, dann haben wir hier. Wir schützen diese Lande. Aber wie lange noch? Auch fertig. Und es hier. Es gibt nicht genug Flüche in dieser und Welt, um hier. Die Eindringlinge in den Landen Rohans damit zu belegen. So, wir brauchen also nur noch. Der Feind muss sein Eindringen in unsere Lande hart bestraft werden. Ja, ja, genau. Hör mal auf zu quatschen. Lass mich jetzt. Genau, wir brauchen also nur noch 3 Leuten helfen. Okay, wunderbar. Jetzt müssen wir nur gucken, wo sich diese 3 Leute befinden. In diese Richtung. Okay. Dann soll es so sein. Auf geht's. Hier hinten irgendwo ist er. Okay. Hey, Kenbert. Wir begeben uns in eine Gefahr, die wir nicht meistern können. Mhm. Die Diener von Orthanc werden in diesen Landen immer stärker. Okay, unfairer Handel. Die Richtung stimmt. Dann werden wir auch einfach mal voranreiten und gleich absteigen wahrscheinlich. Auf der Straße ist karg und nichts sticht euch ins Auge. Okay. Außer hier vielleicht ein paar, plünderte Wagen und so. Okay, nehmen wir an. Nachschub fordern, okay. Ganz schön viele Nachschub hier. Mhm. Nehmen wir alles natürlich mit. Wird alles auf das arme Pferdchen gespannt, weil das hat ja nichts Besseres zu tun. Seid ihr die, die ich töten muss? Ja. Ihr seid die, die ich töten muss. Drum gehen wir mal vom Pferdchen und werden jetzt hier töten. Aua. Genau. Den nächsten nehmen wir uns gleich hinterher. Oh, das ist wieder ein Schwarzpfeil. Na toll. Ich hasse Schwarzpfeile. Bartpfeile sind doof. Muss ich hinterher rennen. Angreifer sind mir lieber. Die greifen an. So. Okay. Und dann mal her damit. Einmal zu mir. Einmal zu dir. Einmal ein Bier. Holzbaden. Gerade aus der Reichweite gerissen. Das tut. Finde ich nicht nett. So. Der Schwarzpfeil da hinten weiß auch nicht, wo er hin will. Aber keine Sorge. Ich kümmere mich nicht um dich. So. Anzahl geborgener gestohlener Waren, 2 von 6, das ist sehr gut, 5 von 8 Kisten haben wir, da hinten ist noch eine Kiste, hier ist noch ein Angreifer mit ein paar Feldfrüchten, ja, läuft doch. So, einmal tot, dann einmal Kiste. Hier kann ich auch durch die Mauer durchlaufen. Ja, da waren die Map-Designer aber ein bisschen schlampig. So, einmal Angreifer. So.
noch zwei Angreiferlein und das dürfte es dann mit den Kisten gewesen sein. Jawohl. Warum blinkt hier manchmal das Ding auf? Ich weiß es nicht. Wird schon seine Gründe haben. Vielleicht ein Bug. Der weiß es schon. Ah, ja. Rein und immer drauf. Geht gerade essen ist alle. Dadurch, dass die so sehr draufhauen, wäre es vielleicht gar nicht mal so undoof, mein Essen aufzufüllen. Ich meine, wir haben es ja, ne? Also gibt es keinen Grund, nicht aufzufüllen, was wir haben. Ja, so ist es. Und im Notfall kann ich mir Neues machen. Das zumindest ist absolut gar kein Problem. So. Okay. 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 Schlumpf und Klampf. So, Kiste mit gestohlenen Waren hinüber. Wir gehen abgeben. Das ist sehr schön. So, damit hätten wir schon wieder zwei Aufgaben erfüllt. Ich weiß nicht, ob das als zwei zählt oder als eine. Das werden wir gleich sehen. Sobald wir abgegeben haben. Den Schwarzpfeil möchte ich bitte aus dem Weg gehen. Dankeschön. Diesem auch. So, Kennwert. Hallo. Ich hoffe, wir finden rechtzeitig Hilfe. Ich auch, mein Freund. Das Böse regt sich in den Schatten. Genau. Die Pferdeherren brauchen Unterstützung. Oh, der hat da hinten noch was zu tun. Naja, gut, dann gehen wir das an. Aber erst in der nächsten Folge. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ist gerade schönes Wetter. Ich ziehe jetzt die nächste Folge noch mit hinten durch. Leute, bis denne und tschüss.